Hallo und herzlich willkommen zurück zu Let's Play Eternal Eden. Im letzten Part haben wir hier im Ifrit Temple ein Werkzeug bekommen, mit dem wir Krüge zerstören können. Und haben uns gleich den Weg weiter nach unten gebahnt. Und ja, machen wir einfach weiter mit Zerschlagen der Assassine. Zack, mit einem Schlag alle weg. So mögen wir das. So. So. Carbon. Metallic. All new switches in this dungeon have been deactivated. You can now access new areas. So mögen wir das doch. Elixier. Adamant West. Okay, rüsten wir uns auch gleich mal aus. So, dürfte das passen. Dann wäre das ja. Gut. War doch eine gute Idee, dass wir zuerst hier runter sind. Ja. Jetzt wollte ich aber noch schauen, da waren wir noch irgendwo, wo wir Krüge. Genau, hier können wir auch noch Krüge zerstören. Oh! Found Bravestone. Bravestone. Was ist das genau? Was ist er denn? Da! Allow to upgrade in Nunchaku. See Blacksmith in Desert. Ah, mit dem können wir die Waffen von unserem Fiero hier steigern. Chinland Ice Omni. Ja, Ice Omni ist gut. Chinland Ice 2. Oh, nicht schlecht. Und hier ist nichts mehr gut. Dann haben wir hier auch alles. So. Schauen wir mal hier weiter. Wo geht's denn hier lang? Ah, nein, da wollen wir jetzt noch nicht hin. Wir wollen erstmal noch ein bisschen weiter erkunden. Und eventuell Schätze finden, die wir noch nicht haben. Da war nichts, glaube ich. So. Hier. Ja, da können wir dann nach rechts. Aber jetzt gehen wir erstmal nach links. Und meine Frames stützen wieder ab. Ja, meine Festplatte ist fast voll, deswegen. Ja. Kann ich wohl nicht mehr allzu viel aufnehmen, aber ich muss schauen, was ich jetzt noch alles dann löschen kann. Wo kommen wir denn dann? Hall of Treasures. Müssen wir jetzt merken, dass die hier unten ist, aber wir haben wohl noch nicht alle besiegt. Wir sind ja auch noch nicht gar nicht durch den Tempel, glaube ich. Also noch lang nicht. Jetzt sind hier lang. Da müssen wir jetzt leider durch, dass es ein bisschen ruckelt. Ich glaube, den Schlüssel haben wir ja auch noch nicht. Den müssen wir auch noch finden. Ich habe so die Vermutung, wo der ist, aber das wird sich dann bestätigen. Ich hatte schon häufig Unrecht in diesem Spiel. Das überrascht mich immer wieder, das ist unglaublich. Aber dafür spiele ich das auch einfach unglaublich gerne. Das habe ich auch gemerkt, wo ich mir jetzt den Speicherstatus wieder erspielt habe. Das war immer überhaupt nicht langweilig. Ich habe das gern gemacht. Und ich habe da auch Sachen entdeckt, wo ich dann dachte, wow, das hast du auch vorher noch gar nicht gesehen. Das ist einfach Hammer. Ich kann das Spiel echt empfehlen. Es ist einfach klasse. Also auch ein Lob an die Entwickler. This game is great. Machen wir das so. Ich habe jetzt nicht keinen Bock auf lange Kämpfe. Downy ist Level 37. So.
passt. Life Potion können wir auch immer gebrauchen. Da, ich glaube, da ist der Schlüssel drin. Dann wäre ich mit meiner Vermutung richtig. In Life Potion. Ja, Magma Key. Ha, ich hatte recht. Unglaublich, aber wahr. Habe ich häufig. Immer. Häufig. Häufig oder immer. Gehen wir mal hier runter. Ach, da waren nur das Green, Ladder, Switches, bla. Ach ja. So, mein Hintern tut nur langsam eben sitzen. Ah, Moment. So. Tolle, ich weiß, tolle Info für alle. Ja, unglaublich spannend. So, jetzt gehen wir aber hier erstmal runter. Ich will doch noch gucken, ob hier doch nicht irgendwo noch was ist, was ich übersehen könnte. Ich will ja nichts übersehen. Nicht so wie bei Tropic Stars. Als ich das beim letzten Mal was. Da habe ich was übersehen, das war unglaublich. Ich dachte so. Seenqual, das verzeiht dir niemand. Da. Found Minera Gone. Das klingt nämlich, als ob es für Jean ist. Ha, ich wusste es. Ich bin halt klasse. Viel zu gut für diese Welt. So, schauen wir hier nochmal. Da ist nichts und da ist auch nichts. Schade. Ich zerstöre so gern Krüge. Deswegen gucken wir weiter, ob noch irgendwo einer ist. Ja! Gravestone. Schon wieder. So. Dann müssten wir da alles haben. Und dann können wir jetzt da nach oben. Hier war es doch, oder? Downey? Ja? May I speak to you in private for but a moment? Sure, over here. There's something that troubles me about Jean. Does she always insist on this pretense that she be treated as a male? What I mean to say is, does it often her sensibilities to be treated as a lady? Nein! Oh yes, all the time. And it bothers me too. May I ask a favor? Shoot. Might you be a little easier on her? I would imagine that this adventure has placed a great deal of strain upon her delicate shoulders, as you know that she must maintain the illusion of being a man in order to avoid unnecessary discrimination. Nein! Oh God! You understand what I mean, of course? Wow, it's almost like you can read my mind. Scheiße, der verarscht schon voll. And one last thing, yeah? Do you think that perhaps I might be the sort of man that she might find? Nein! Der will was von ihr, oh Gott. Anything's possible, my friend. But let me give you some advice. Our beloved Jean can be quite fisty. I see. Do not worry, I quite enjoy the challenge of a tenacious woman. Oh, how they excite the hunter within me. Downey, if Jean hears a word of this, he's going to kill you. Ah, scheiße. Chill out, Noah, I'm just having a little fun. Besides, this way Jean will have someone to hang out with after the princess and I run away together. Scheiße. Der Heldin für die Frauen will sich jetzt an den Rand machen. Ach, du Heilige, das wird ja doch lustig. Ach Gott. So, schauen wir erstmal nach rechts. Oh. Das sind außerdem noch weitere Monster. Ich glaube, wenn wir die dann besiegt haben, dann kriegen wir in der Halle der Schätze was Besonderes. Ja, jetzt hört auf, euch hoch zu skillen und greift mal ihr an. Genau. Cookie doch! Ach ja. Ist da noch was? Tonic? Ach, ich liebe diesen Humor. Nur 100 GP, das geht doch, ey, da geht noch mehr.
Remedy. Mit Tonic? Ach Gott, die Story wird ja echt noch Hammer. Unglaublich. Ich feiere das gerade schon ein bisschen. Scheiß Assassine! Shockwave, das hat er verdient. 39 schon. Es fühlt sich an, als wäre es erst gestern gewesen, als Noah noch Level 30 war. Ach, es war ja erst gestern. Ah! Gute Entscheidung, da lang zu gehen. Von mir natürlich, immer. Minerva Cap. Ich würde sagen, das ist für Jean. Klingt aber echt so, als würde der aus... Ja. Ich dachte auch, das sieht etwas schwul aus am Anfang. Nichts gegen Schwule an dieser Stelle. Wirklich nicht. Aber ihr wisst ja, wie manche Leute einfach so aussehen. Und ja, es sah halt dementsprechend aus. Wenn ich hier... 200 GP nur. Ey, da gibt's noch mehr. 150. Oh, das sind ja immer weniger. 200. Hallo. Ey, hau nicht ab. Immer diese Assassinen. Tschüss. Und weg sind sie. Sehr schön. Scalebos Fund. Ach ja. Brauchen wir noch nicht. Ups, was war das? Magma Key! Ach ja. Da geht's hoch. Da geht's wahrscheinlich auch zu einem Schatz oder sowas. Oh, ganz viel Lava, da müsste es doch heiß sein. Also, wenn ich da drin wäre, wäre es richtig heiß. Scheiße. Nein. Ja, ihr wisst, was ich sagen will, ne? Tut mir leid. Das konnte ich jetzt nicht lassen. Chimera. Probieren wir mal Eis 2. Einfach, weil ich es kann. Oh. Ich bin begeistert. Ich bin sprachlos. Oh. Oh. Oh, schön. Jetzt hat sich's geheilt, das Mistviech. Und jetzt nochmal, komm. Ah, schön. Ich bin total begeistert von dem Spiel. Danke, Klingsor. Danke. Tollstes Spiel ever. Halt. Nichts, schade. Hätte das sein können. Ja, ich sehe, es ruckelt. Liegt halt daran, dass die Festplatte gleich voll ist. Aber naja. Ich wollte jetzt einfach nochmal den Part aufnehmen. Konnte es jetzt einfach nicht lassen. Du kriegst den Rest. So. Okay, weiter geht's. Zum nächsten Speicherort. Der müsste ja gleich da oben sein. Aber ich glaube, jetzt gehen wir erstmal nochmal. Erstmal gucken wir auf die Uhr. Wir haben ja noch einiges im Zelt.
Ja, würde ich sagen, geh mal erstmal zur Halle der Schätze. Ach ja. Ja, am Freitag ist ja Abitur, Deutschabitur. Schon recht früh muss ich dahin. Und ich ab heute hingen auch endlich die Kolloquien aus. Da weiß ich jetzt endlich, wann ich genau Abitur habe und wann es endlich zu Ende ist. Und ich habe zwar Angst, aber ich glaube schon, dass ich es schaffe. Also, so mal unter uns. Da muss ich doch runter, oder? Ja, da war's. Genau da. Ja. Ha, sehr schön. Noah ist Level 40. Ach ja, sehr schön. Ich glaube, das Spiel hätte ich schon längst durchgesuchtet, wenn ich das alleine spielen würde ohne Let's Play. Das ist so genial. Und ich glaube, ich kann es auch nochmal spielen, nachdem ich das Let's Play beendet habe. Jean ist Level 39. Flametongue. Was ist Flametongue? Kannst du das... Nein. Dann ist es vielleicht hier was. Ja, aber es ist schwächer als Redstone Blade. Deswegen lasse ich es mal. Ich glaube auch nicht, dass wir das da brauchen, weil das sind ja meistens Feuermonster. Und ja. Außer Klingsor, du belehrst mich wieder eines Besseren. Aber hey, so eine geile Story. Ach ja. So, jetzt gehen wir hoch und setzen mal den Magnemarki ein. Ja. Wenn ich den Weg finde. Natürlich, nur dann. Da müsste es sein, genau. Und hoch. Jetzt wäre ich beinahe vorbeigerannt. Aber nur beinahe. Ja, ich bin heute ein bisschen aufgedreht, man merkt es vielleicht. Weiß nicht, wenn halt bald die Schule zu Ende ist und man am Ende seines Zieles ist, dann kann es schon ziemlich. Jean lernt Ice Omni. Schon wieder? Schaut mal. Oha. Welcome, Travelers. Huh? Who are you? I am King Wilfred. And I am Queen Chen. We've come as Alice. Alice. The Trinity Orbs are in danger and we wanted to make sure this one was safe. We know who you are. We've been expecting you, Children of Eden. The Orb of Courage is safe as long as it's under our protection. So you don't have to worry. Your Majesty, we need to bring the Orb with us. It's for a very important cause. Do you realize what you are asking? The Orb will no longer be safe if it's away from our shrine. Shrine? Geil. Sorry. We know the weight of our request, but a life is at stake. We cannot let a girl die when we can do something about it. Only strong warriors such as the Chosen Ones can take to the task of carrying the orb. For this, we will need to test your skills before we can feel comfortable handing over the orb to you. Jetzt müssen wir gegen die Götter kämpfen. Wilfred and Chin emerged. Wow. Setzen wir doch gleich mal unsere geheime Waffen ein. Und alles. Was kannst denn du? Halt, du darfst angreifen. Der stärkt erstmal die Chin. Ich glaube, ich muss da auf jeden Fall dann Cure Omni einsetzen. Oder wenigstens anderes zum Heilen. Auch mal. Du darfst Eis 2 einsetzen. Das wird knapp, so wie es ausschaut. Ah, okay. Ja, können wir immer noch danach heilen in der nächsten Runde. Hm.
Eis 2. Das Ifrit ist weg. Was? Ach nö. Müssen wir beide ungefähr gleichzeitig kaputt machen. Gut. Du greifst dann. Ach so, wir haben Fire Omni und... Hä? Wir haben zweimal Ice Omni. Das blicke ich jetzt nicht. Also, wir hatten das einmal schon erlernt und dann nochmal. Aber da bin ich gerade etwas überfordert. Gout kann nicht verschnellert werden. Aber sie können sich beide heilen. Aber nur ein bisschen. Also nicht so viel. Die kann das während dem Angriff? Das ist sehr unfair. Die kann das zweimal? Das ist echt unfair. Müssen wir Ifrit, Jean zuerst. Und du darfst jetzt mal den Noah heilen. Auch wenn du gleich futsch bist. So wie es ausschaut. Löst. Wird ein bisschen knapp, ne? So, in one final shot. Und Ice Omni. Jetzt kommt wieder Revive, ja. Du darfst auch mal angreifen. So. Das wird knapp. Ja, das wurde richtig knapp. Aber da kann der Jean ja danach noch immer noch wiederbeleben. Ich habe alles im Griff. Ich habe alles im Griff. Keine Sorge. Ja. So. Du heilst dich jetzt mal. Und du wiederbelebst den hier. Genau, so passt es. Ja, und die teilen sich nur ein bisschen. Das habe ich mit einem Angriff gleich wieder weg. Das sieht man ja. Ach, Mist, die können sich beide... Attack up. Und du darfst Ice Omni. Okay, danach wieder beide heilen. Noah. Mist, das hat nicht gereicht. Dann müsste er eine Runde aussetzen. So, du setzt. Du darfst MP-Damage mal probieren. Genau, probieren wir es mal so. Das war knapp. Ach, fuck. Ja, habe ich kommen sehen, aber gut. Sofort gleich zwei wiederbeleben. So. Ach, nein. So, jetzt.
Du darfst Life Potion einsetzen. Fuck! Jetzt wird's knapp. Komm, die kriegen wir doch noch klein. Das machen wir jetzt so. Ja, Frames, würdet ihr bitte wieder ansteigen? Da wäre ich sehr dankbar darüber. So. Und jetzt halt schnell, Team, bitte. Ja, war ja klar. Der ist jetzt auch kaputt. So, dann darfst du reviven. Und du darfst den Sheen heilen. Nämlich mit Mid-Tonic. Ja, Hauptsache die ist schneller, ne? In ihrer Unterwäsche. Gut. Halt. Und du darfst ihn hier wiederbeleben und du darfst ihn dann nochmal heilen. Fuck. So, jetzt passt es. Jetzt passt die Sache wieder. Gut. Nein. So, geht doch. Okay. Cure Omni. Und du... Du darfst mal Eva einsetzen. Genau, so passt die Sache. Ja. So passt es. Ah, und es ist noch viel besser. Jetzt sind wir fast alle wieder schön hoch. Na gut, jetzt weiß ich aber, dass ich jetzt gleich Skill... Nein. Ice Omni. Jetzt kommt wieder Revive. Kommt da wieder Revive. Ich muss die beide irgendwie gleichzeitig erwischen. Sonst klappt es nie. Wobei, warte, der kann es sich selbst mal wiedergeben. So dürfte das jetzt eigentlich klappen. Natürlich nur, wenn die vorher erwischt wird. Aber ne, wobei eher, wenn Sheen als letzter... Na, so klappt es nie. Die müssen schon, wenn dann gleichzeitig angegriffen werden. Ich weiß es. Der Part geht jetzt wieder viel zu lange. Ja. Jetzt haben wir es erwischt. Geht doch. Impressive. Your anima is genuine for children of Eden. Please accept this orb as a sign of triumph. Received orb of courage. Please protect it with your lives. Bring it back when you're finished. We will! Be careful because the one who is after this orb is a dangerous and powerful enemy. Thank you, King Ifrit and Queen Shin. Boah. Also wir müssen echt gut auf den Orb aufpassen, sonst
kriegen wir denn die Wut der Götter auf uns geladen. Okay. Und wir machen jetzt erstmal den Schnitt. Der Part ist jetzt wieder lang genug. Oder? Wahrscheinlich schon. Ja, geht. Aber ja, wir sehen uns dann im nächsten Part. Bis dahin, viel Spaß. Tschüss!